سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Das war die dritte Position, wo man im Gebet ein Bittgebet sprechen kann. Und dieses Bittgebet ist sehr speziell. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, was man möchte, weil es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass derjenige, der im Ruku' ist, Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen soll. Und derjenige, der im Sujud ist, also in der Niederwerfung, so soll er ganz viel Bittgebete sprechen. Das heißt, diese Überlieferung sagt uns, dass wir in der Verbeugung, die wir gerade waren, dass wir nur hier sagen, Subhana Rabbil Azim, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen, verherrlichen. Aber dann gibt es eine Überlieferung, die sagt, du kannst noch das hinzufügen, indem du sagst, Rabbi ghfirli, ja Allah, vergebe mir. Das war's. Mehr darfst du in dieser Position nicht sagen. Das war die dritte. Wenn du die erste und die zweite Position lernen möchtest, die findest du ein Video vorher. Die vierte Position, im Gebet, Bittgebete zu sprechen, findest du, nachdem du beim Rukur, also bei der Verbeugung warst und in dem Moment aufgestanden bist. Sami'a Allahu liman hamida, das ist noch kein Bittgebet. Und dann sagst du zum Beispiel, Rabbana wa lakal hamd, und dann sagst du, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Und es gibt auch einige Bittgebete, die du auch sagen kannst. Das ist die vierte Position, wo du auch Bittgebete sprechen kannst, auch mehr oder weniger vom Herzen, die du auch sprechen kannst. Die fünfte Position, die ist sehr bekannt, und zwar ist das im Sujud. Das ist die Niederwerfung im Gebet. Wenn du hier in dieser Position bist, so bitte Allah, was auch immer du möchtest. Die sechste Position ist zwischen den beiden Niederwerfungen. Das heißt, du gehst runter auf die Niederwerfung. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Dann sagst du zum Beispiel, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Dann stehst du auf und dann bist du ja in diesen Sitzposition. Hier kannst du jetzt sagen, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Das heißt, ja Allah subhanahu wa ta'ala, vergebe mir. Ja Allah, vergebe mir, ja Allah, vergebe mir. Du kannst auch sagen, Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warazukni. Es gibt viele Bittgebete, die du in dem Moment sprechen kannst. Die siebte und die letzte Position, in der man im Gebet Dua machen kann, ist, wenn man den Salawat auf den Propheten alaihi wasallam gemacht hat und kurz vor dem Teslim ist, also kurz bevor man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Davor sagst du, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Es gibt einige Geschwister, die werden jetzt sagen, das mache ich immer nach dem Gebet. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, nein, das machst du im Gebet. Und das ist genau die Position. Es gibt auch viele weitere Bittgebete, die man machen kann und auch lernen kann. Zum Beispiel gibt es ein Bittgebet, dass man in dieser Position sich vor dem Dajjal schützen kann. Man macht ein Bittgebet gegen den Dajjal, und man macht ein Bittgebet gegen der Hölle, gegen den Höllenfeuer, und man macht ein Bittgebet gegen der Bestrafung im Grab. Dieses Bittgebet lautet, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr, wa min azab jahannam, wa min fitnat al-mahya wal-mamati, wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal.